Hallo und herzlich willkommen bei Mac. Heute gucken wir uns mal eine Fan-Einsendung an. Und wenn du wissen willst, was da gebastelt wurde, dann bleib dran. Eigentlich wäre jetzt der Pfeiltest dran. 120 Pfund Präzisionstest und auch nicht nur auf 10 Meter, sondern einen Ticken mehr. Aber es gab leider mal wieder Komplikationen beim Dreh. Erst war es sehr windig, dann hat es geregnet. Ich habe den Regen abgewartet, habe gedreht, um dann festzustellen, dass eine der Hauptkameras mal wieder ausgefallen ist. 6 Stunden Dreh, einfach mal so angezündet. Geil. Naja, kann man nichts machen, aber ihr geht nicht leer aus, denn es gibt natürlich ein Ersatzvideo. Und den Präzisionstest 120 Pfund, den drehe ich dann einfach noch einmal, so dass ihr das dann hoffentlich nächste Woche sehen könnt. Aber was haben wir denn jetzt für heute als Ersatz? Was haben wir denn hier? Dieser Zuschauer hat meinem Aufruf Folge geleistet und hat mir gezeigt, wie er seine Stinger lagert. Und er hat mir das nicht nur anhand von Fotos gezeigt, nee, er hat mir direkt seinen Koffer zugeschickt. Und den schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an und auch, was da alles drin ist. Erst einmal, was ist denn das für ein Koffer? Das hier ist ein Portable Gas Stove, also ein portabler Gaskocher. Das ist ein üblicher Koffer, in dem Gaskocher ausgeliefert werden. Und super viele Leute haben den Gaskocher natürlich nicht mehr in der Box, sondern sonst wo, man weiß es nicht. Vielleicht im Notfallrucksack, vielleicht in irgendeiner Schublade oder auch direkt schon im Camper eingeräumt. Auf jeden Fall liegen bei super vielen Leuten solche Teile rum, ungenutzt. Und was der liebe Herr Zuschauer da gebastelt hat, das finde ich echt cool. Es ist halt erstmal eine super Möglichkeit der Zweitverwertung von so einer Verpackung. Die liegt jetzt nicht einfach nur doof irgendwie auf dem Dachboden oder im Keller rum. Nee, die wird aktiv genutzt. Und zwar als Koffer für die Stinger 2. Wir schauen uns mal an, was der gute Herr da alles so reingepackt hat und wie. Wir haben hier erstmal einen einzelnen Griff. Das ist der von Amazon, nehme ich an. Den habe ich ja auch an einigen meiner Stingers und auch an der Edda dran. Cooles Ding, super günstig, hat guten Griff und eine seitliche Picatinny-Schiene. Finde ich klasse. Und außerdem, man kriegt es relativ schnell dran, hier wegen der Daumenschraube. Ist auf jeden Fall mal mindestens genauso gut wie der von Steambo selbst, auch wenn er sehr groß ist. Das ist natürlich ein Nachteil, aber ansonsten finde ich den geil und ich kann absolut nachvollziehen, warum der hier drin ist. Und ansonsten haben wir hier einen 90er Pro-Bogen drin und der wurde bearbeitet. Denkt euch mal die Katzenhaare weg, die waren nicht dabei. Aber er hat hier mit Isolierband die Sehne noch haltbarer gemacht, dass die Spannkrallen nicht so aggressiv an die Sehne rangehen. Aber das war es noch lange nicht mit Modifikationen, die dieser Zuschauer vorgenommen hat. Gucken wir doch mal, was da sonst noch so drin ist. Also wir haben hier direkt 3 Speedloader mit drin. Das sind einmal Jagdpfeile, dann einmal die Gogan Bodkins und einmal die Bodkins vom Bale. Einmal Sehnenwachs, einmal einen Imbusschlüssel und dann haben wir hier eine kleine Nightcore Taschenlampe, die man auch wunderbar mit der Stinger zusammen in der Hand halten kann. Und die hat auch eine Rotlichtfunktion. Und ansonsten hat sie halt verschiedene Helligkeitsstufen. Das findet hier auch Platz und ist hier wunderbar untergebracht. Ja, und jetzt schauen wir uns mal die Stinger selbst an. So, dann sehen wir auch ganz schnell, das war's ab jetzt. Wir haben jetzt also den vollen Lieferumfang gesehen, aber noch nicht die vollen Funktionen der Stinger. Denn der liebe Zuschauer hat sich da wirklich Gedanken gemacht und das sind richtig coole Sachen, die ich euch ganz gerne mal zeigen wollen würde. Also er hat hier den Klappschaftadapter, allerdings ist das noch der alte. Das ist nicht der neue, der Teil des Spannmechanismus ist. Funktioniert natürlich auch super und hat halt auch sehr platzsparende Eigenschaften. Und der Klappschaftadapter ermöglicht es uns einfach, dass wir die Stinger darin unterbringen können. Ohne Klappschaft ginge das nicht. Gut, das ist Standard-Tuning, das kennen wir alle. Was ist jetzt hieran so toll? Also hier wurden ganz viele verschiedene Modifikationen gemacht. Zum einen sind die Spannkrallen überarbeitet hier. Und zwar wurden da so Metallhülsen drüber geschoben. Das hat einen Zweck. Nicht als Dämpfer, zum Dämpfen einer heranschnellenden Sehne, das ist keine gute Idee. Spannkrallen sollten immer Abstand dazu haben. Hier geht es darum, die flächenmäßige Belastung der Sehne beim Aufspannen zu mindern. Die Dinger sind einfach breiter und bieten mehr Fläche für die Sehne und das ist dann einfach langlebiger. Das ist eine gute Idee. Ansonsten ist hier das Red Dot von crossbowtuning.com drauf. Wenn ihr das auch haben wollt, dann schaut jetzt mal unten in den Beschreibungstext, da verlinke ich es euch und mit meinem Gutscheincode MAC5 gibt es tatsächlich 5 Euro Rabatt. Und mit der Bestellung unterstützt du meinen Kanal. Also
Ha, worauf wartest du? Ob ich das Red Dot empfehlen kann? Dazu kommen wir mal später in einem Video. Wir werden uns nämlich auch mal alle möglichen Red Dots angucken, die ich so hier bestellt habe. Ich habe da nämlich reichlich getestet und möchte euch da meine Lieblings-Red Dots vorstellen. Aber kleiner Spoiler, das finde ich gut. Ansonsten haben wir hier den Deckel mit der vorgeneigten Picatinny-Schiene direkt installiert. Das sieht natürlich immer cool aus. Ob es wirklich Sinn macht, da oder da, ist ein anderes Thema. Ich liebe es ja auch da, einfach von der Optik her. Aber tatsächlich macht es wohl hier mehr Sinn. Einfach auch schon, weil man tiefer kommt vom Red Dot. Das ist ja auf der Höhe und das ist auf der Höhe. Ist ein Unterschied. Ja, aber das war es tatsächlich noch nicht mit Modifikationen, weil wir haben hier auch den Tuning-Trigger. Der ist aber überarbeitet. Ich würde vorschlagen, wir klappen einfach mal auf und gucken uns die weiteren Modifikationen an. Und da fangen wir hier am besten direkt an. Denn hier ist so ein kleines Blechlein eingeklebt, was da einfach noch das Spiel rausnimmt. Dadurch sitzt es einfach viel straffer und hat da kein seitliches Spiel. Das gleiche haben wir hier auch. Also ja, in dem Kanal, wo die Tuning-Trigger-Platte hochwandert, da wurde auch das seitliche Spiel rausgenommen. Ansonsten können wir sehen, hier wurde der Grat gebrochen. Also da war jemand mit einer Feile oder mit feinem Schmirgelpapier dran. Das ist auch eine sinnvolle Sache, gerade bei den älteren Stingern. Bei den neueren finde ich es gar nicht mehr so notwendig. Da ist meistens der Grat eh schon weg, schön rund und somit sehnenschonend. Die Rändelschraube, die wir hier haben, ist eine besonders kurze. Das hat einfach den Vorteil, dass die Schraube super, super schnell angezogen werden kann und nicht so lange dauert wie zum Beispiel bei meiner Stinger. Hier ist das Spiel noch drin. Das hat der Zuschauer nicht rausgeholt. Ich schicke dir mal den Schlauch mit und wenn du magst, kannst du dir den hier reindrehen. Ich finde es auf jeden Fall eine geile Sache, weil es auch noch mal ein bisschen Spiel rausnimmt. Und ich will mich natürlich für die Einsendung bedanken und dich auch für die lange Wartezeit entschädigen, weil ja, wir wissen beide, ich habe viel zu lange für das Video gebraucht. Ich weiß, du hattest gesagt, kein Zeitdruck und sonst wie, aber das ist gefährlich, wenn du mir sowas sagst. Ich habe so viele Projekte und so viele Ideen und so viele Videos. Umso froher bin ich, dass es jetzt was geworden ist. Ansonsten kann man hier noch so eine glänzende Fläche sehen. Da müssen wir mal gucken, was ist denn das? Das ist im Grunde einfach nur transparentes Klebeband, um hier noch ein bisschen mehr Dicke zu haben, um weniger Spiel zu haben. Und gleichzeitig wurden hier weitere Bleche eingeklebt, auf der und auch auf der Seite, um das seitliche Spiel des Deckels zu minimieren. Und da kann ich sagen, das ist absolut gelungen. Da ist gar kein Spiel mehr. Wirklich überhaupt nicht. Nicht mal, wenn man mutwillig drückt. Das gefällt mir richtig gut. Ansonsten haben wir hier zwar noch den Schalter vom Laser, aber es ist gar kein Laser drin. Finde ich gut, weil, ja, wir sind ja hier in Deutschland. Bitte keinen Laser einbauen, nur im Österreich-Urlaub oder Holland-Urlaub oder wo auch sonst das immer erlaubt ist. Wahrscheinlich überall außer in Deutschland. Hier ist auf jeden Fall keiner drin. Nicht, dass ihr was Falsches denkt. Das ist nur noch der Schalter. Ansonsten wurde hier noch gefeilt, damit das sich komplett öffnen lässt. Tatsächlich verstehe ich aber nicht ganz, wofür, weil eigentlich ist das doch gar nicht notwendig, oder? Also ich meine, meines Dinger geht genauso weit auf und ich habe das nicht gemacht. Das teste ich mal gerade. Oha, da fällt mir gerade mal ganz spontan auf, wie schwer das Ding überhaupt ist. Also das ist Polymer. Kein Metallgrundkörper. Den habe ich nicht mehr. Den musste ich leider zurückschicken. Aber es ist halt das Metallmagazin, das macht das Ganze schwerer. Wobei ich das halt vom Gewicht sehr, sehr angenehm finde. Aber wir wollen uns ja angucken, wie weit wir denn das Magazin aufkriegen. Und das geht bei mir auch so weit auf. Aber man muss natürlich dazu sagen, das hier ist das Metallmagazin. Das ist auch von der Aufnahme ein bisschen anders. Ich bin mir wirklich ziemlich sicher, dass das trotzdem nicht notwendig ist hier. Weil der Grundkörper ist ja eigentlich da im 90-Grad-Winkel abgeflacht. Ja, und dann kommen wir zur letzten Modifikation. Hier wurden die Schrauben und Muttern aufgeklebt, sodass das wirklich gar kein Spiel mehr hat und nie wieder aufgeht. Das wäre für mich persönlich jetzt nichts, weil ich nämlich diese Modularität des Dinger sehr schätze und auch sehr liebe und halt auch regelmäßig meine Tacticals wieder zur Survival umbaue oder... Wenn das 10-Schuss-Wechsel-Magazin auf den Markt kommt. Aber Fakt ist, das ginge bei mir persönlich nicht. Aber das hier finde ich richtig geil. Der Deckel, der spielfrei ist, das finde ich richtig geil und das werde ich auf jeden Fall auch nachbauen. Richtig, richtig tolle Sache. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn man diese Bleche hier zum Beispiel drauf gibt oder hier, dass dann auch dieses Spiel vom Schaft weg ist. Nichtsdestotrotz schicke ich dir mal meinen Schlauch mit. Ja, und damit hätten wir eigentlich auch schon fast alle Modifikationen von dieser Stinger besprochen. Es gibt noch eine, die ich auch ziemlich cool finde. Und zwar ist das hier im Schaft. Hier guckt er durch. Und auf der Seite sieht man ihn dann. Hier ist ein Imbusschlüssel noch eingearbeitet. Wobei ich ehrlich nicht verstehe, wie man den da rauskriegen soll. Keine Ahnung. Falls du das siehst, und das hoffe ich natürlich,
dann klär mich doch gerne auf, wie das gedacht ist, wie ich das rauskriege. Weil das ist eine coole Idee an sich. So ein Imbusschlüssel bei einer Stinger ist nie verkehrt. Das ist immer sinnvoll, sowas dabei zu haben. Jetzt haben wir darüber gesprochen, aber ich muss sie ja natürlich noch schießen, um das überhaupt beurteilen zu können, ob das denn so Sinn macht. Und ob man diesen Unterschied auch spürt. Ich packe hier mal den 90er ein. Ich glaube, hier wurde aber auch was am seitlichen Spiel gemacht. Ich klär mich da gerne auf. So, und wir machen direkt mal eine kleine Runde mit den Winifit Mira-Pfeilen hier auf circa 5 Meter. Es geht einfach nur ums Schießgefühl. Es geht einfach nur um, ja, zu testen, wie sich das anfühlt mit so wenig Spiel. Okay, eingeschossen ist sie. Wow, warum hat die so viel Dampf? Fühlt sich irgendwie ziemlich krass an. Aber das ist ein ganz normaler 90er Bogen. Also hier wurde auf jeden Fall was am seitlichen Spiel gemacht. Ziemlich sicher. Aber was? Wenn ich es in Erfahrung bringe, dann sage ich euch da Bescheid, wie das gemacht wurde, weil das gefällt mir auch sehr gut. Macht auf jeden Fall Spaß und ja, die Sehne hat jetzt vermeintlich keine Abnutzung. Nochmal. Runde 2. Geil. Fühlt sich meine Polymer-Stinger auch so an? Nee, irgendwie, das gefällt mir richtig gut. Das gefällt mir richtig gut, Mann. Und tatsächlich war es das noch gar nicht. Ne? Also der liebe Zuschauer hat uns hier diese Stinger zur Verfügung gestellt und er hat noch was gebastelt, was ich auch ziemlich cool finde. Ich hatte ja schon mal ein Tutorial zu einer Zielscheibe gemacht. Wir alle wissen, Zielscheiben sind echt teuer und die halten nun mal nicht ewig. Früher oder später braucht man eine neue. Ich bin jetzt, glaube ich, bei Slider-Scheibe Nummer 6. Aber gut, ich bin auch bescheuert. Bis zu 1000 Schuss pro Woche. Ich bin nicht der Maßstab. Wie dem auch sei, der Zuschauer hat sich eine andere Art der Zielscheibe überlegt, die auch sehr kostengünstig ist. Und ob die was kann und ob die gut ist und wie viel die aushält, testen wir jetzt. Das ist die Zielscheibe. Das sind im Grunde einfach alte Bücher, die eingepackt wurden, wo dann eine Zielscheibe drauf gemalt wurde. Und das Ganze ist hier in einer Packung von der Rotweingalerie aus der Pfalz. Das macht es einfach ziemlich cool, tragbar und somit mobil. Es ist relativ leicht und ob das wirklich die Pfeile stoppt, ein paar Testschüsse habe ich schon gemacht, vom 90er Bogen, da müssen wir jetzt auf jeden Fall einmal testen. So, dritte Runde geht jetzt auf die Bücherzielscheibe. Aha. Das stoppt die Pfeile erstmal ganz gut. Hier, so sieht's aus. So tief sind sie eingedrungen. Nur, tatsächlich, ich meine, das ist der 90er Bogen. Da hätte ich jetzt eigentlich gedacht, dass der weiter reinkommt. Aber Pfeile stoppen ist nur eine Aufgabe eines Ziels. Besonders geil ist natürlich auch, wenn man die Pfeile jetzt unbeschadet und leicht rausziehen kann. Da gucken wir mal. Oh. Also, leicht ist relativ. Gut, man kann sie recht leicht raushebeln. Aber unbeschadet ist absolut. Also zumindest hier mit diesen Wandsfma-Pfeilen von Amazon, die Winifit Mira. Oh, hier gab es übrigens einen halben Robin Hood, also so einen Streifschuss. Gucken wir uns mal in einer anderen Folge Pfeiltest an. Also dadurch, dass die Pfeile nicht so tief eindringen, kriegt man die recht gut rausgehebelt. Der hier ist jetzt was tiefer rein und da geht das nicht mehr so einfach. Es geht schon. Es geht. Und auch der hat es sehr gut überstanden.
Der hat es auch erstmal gut überstanden, wurde dann aber von mir angeschossen mit Streifschüssen. Also ja, auch den gucken wir uns nochmal an in der Haltbarkeitsfolge. Also ja, es wird einfach eine Folge vom Pfeiltest geben, wo wir uns einmal alle kaputten Pfeile anschauen, die ich so in den letzten Monaten produziert habe und auch gesammelt habe. Es ist nicht mehr jeder Pfeil dabei. Ein paar waren mir einfach auch zu blöd aufzuheben, weil gesplittertes Carbon, Katzen, besser nicht. Nö? Okay. Die Zielscheibe stoppt also den 90er Bogen, zumindest mit den Winifred Mira-Pfeilen. Aber jetzt gucken wir mal, was kann das Ding denn sonst so? Hält das ein Fenris-Pfeil? Der ist gerade recht stark eingestellt. Ich bin mal sehr gespannt. Wir nutzen zur Sicherheit mal nicht nur diese Scheibe für den Fall, dass er durchschlägt. Dann habe ich den Pfeil nämlich in der Wand stecken. Ich stelle dahinter mal eine alte Steamboat-Scheibe. Also diese Neopren-Dings. Also die hier. Und hinter der steht dann die hier. Hier, so sieht das einzelne Buch aus. Wir können sehen, das war mal ein Backbuch. Ach ja, die Bäcker. Die Scheiben stehen und das Experiment beginnt. Ich habe hier zwar einen Red Dot. Das ist ganz cool. Es hat ein Dreifachabsehen. Es hat drei Punkte. Aber das ist nicht auf diese Distanz eingeschossen. Für die Distanz nehme ich jetzt mal den Laser. Oh, nein. Ja, Laser und Katze, perfekte Kombination. Kleiner Mann. Falls ihr euch fragt, was immer diese fliegenden Fusseln sind, das sind Teile von meinem Kater. Du musst hier raus. So, Tür ist zu, Raum ist sicher, Katze ist draußen. Und dann gucken wir doch mal. Das sieht gut aus. Ich mache mal direkt einen zweiten. Mega. Cool. Okay, dann schauen wir noch mal, wie weit der Pfeil reingegangen ist. Fenris, geil. Tut mir auch echt leid, dass da noch immer kein Video zugekommen ist. Kommt bald. So, und hier haben wir die Scheibe. Also, wie man sehen kann, die Pfeile sind definitiv eingedrungen. Die sind auch relativ tief eingedrungen. Aber es ist keiner durchgeschlagen. Und ich vermute, dass es tatsächlich alles im ersten Buch passiert ist. Ja. Das Backbuch ist nicht durchschlagen. Aber jetzt natürlich die Frage, wie kriegen wir denn die Pfeile da raus? Geht das immer noch so gut durch Hebeln? Boah. Ja. Es dauert. Es dauert, es dauert. So, und dann können wir auch direkt mal die Haltbarkeit dieser Pfeile testen. Und die sind auch noch nach einem Buch haltbar. Biegetest. Jo. Und der letzte. Okay, kommen wir zum Fazit. So eine Scheibe aus einem Buch ist echt gar nicht mal so schlecht. Ist eine coole Idee. Ich würde es euch aber auf keinen Fall für Alu- oder Holzpfeile empfehlen. Mega. Echt eine gute Idee. Vor allem absolute Low-Budget-Idee. Und wer zum Beispiel mal an einem Abend 10 Ziele auf einmal beschießen will, aber keine 10 Zielscheiben auf einmal kaufen will, für den ist auch sowas eine Möglichkeit. Ist natürlich zeitlich begrenzt. Früher oder später ist das Buch zerfleddert. Aber alte Bücher haben wir, glaube ich, alle. Entweder auf dem Dachboden oder im Keller oder Bücherregale. Oh, ich sehe gerade, der hat penetriert. Es wurde noch immer gut aufgefangen, ne? Aber ist nicht endlos lang haltbar, ist aber, glaube ich, klar, ist aber dafür sehr, sehr günstig. Bitte schießt hier aber auf keinen Fall Alu- oder Carbon-Hybrid-Pfeile drauf. Also zum Beispiel die neuen Steamboat-Pfeile mit dem Hybrid-Kern, die solltet ihr hier nicht drauf schießen, weil da kann sich einfach das Innere verbiegen und da spielt es dann keine Rolle, dass das Carbon sich nicht permanent verbiegt, weil das bricht dann halt einfach. Deswegen bitte nicht mit diesen Pfeilen da drauf. Wenn ihr Vollcarbon-Pfeile schießt oder halt die günstigen von Amazon, die Winifred Mira-Pfeile, dann ist das gar nicht mal so schlecht. Und was es wirklich, wirklich reizvoll macht, ist halt einfach die Möglichkeit, sau viele Zielscheiben für sau wenig Geld einfach mal so hinzustellen. Und klar, auf 30 Meter, das ist sportlich. Aber wenn du so Distanzen zwischen 5 und 15 Meter hast und einfach nur viele Zielscheiben haben willst, go for it. Ja, und damit wären wir tatsächlich für heute durch. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, das mal alles mir so anzuschauen und zu bewerten, wie das so gemacht wurde. Meiner Meinung nach sehr gut gemacht. Erfüllt den Zweck, was will man mehr?
Ich finde, das sind auf jeden Fall sehr coole Bastelprojekte geworden. Ja, und jetzt würde mich deine Meinung interessieren. Wie findest du denn das Bastelprojekt, was mir dazu geschickt wurde? Kann das was? Macht das Sinn? Machst du das auch so? Wirst du Teile davon übernehmen? Und wie wär's damit als Koffer? Das alles würde mich sehr interessieren und vor allem würde ich ganz gerne eure Basteleien sehen. Das könnt ihr hier bei YouTube leider nicht hochladen. Also könnt ihr schon, aber dann ist es halt öffentlich. Falls du es noch nicht wusstest, ich habe jetzt eine eigene Facebook-Gruppe. Die ist unten verlinkt und da bin ich auch ziemlich aktiv. Wir haben auch schon einige Mitglieder und das würde mich sehr freuen, wenn du da auch mit reinkommst und dich einfach an der Diskussion beteiligst und einfach mal zeigst, was du so aus deiner Stinger gemacht hast. Oder aus deiner R9 oder RX oder sonst was. Ganz wichtig, diese Gruppe ist nicht nur Stinger. Nee, es geht um alles. Es geht auch um Fenris, es geht um die Edda. Hier ist wirklich alles willkommen. Natürlich auch die Interceptor, wenn sie denn mal kommt. Bei uns ist ein Interceptor-Schütze genauso willkommen wie ein Stinger-Schütze und der ist genauso willkommen wie ein Vlad-Schütze und der ist auch genauso willkommen wie ein Siege-Schütze. Und alles andere auch. Bald wird es übrigens ein Video zur Jack One geben. Ich habe sie heute gekauft. Ja, und wenn ein neues Video kommt oder es Neuigkeiten gibt, dann kriegst du es da natürlich am allerallerschnellsten mit. Und das Beste ist, du kannst tatsächlich sogar Einfluss auf meinen Content nehmen. Nicht nur, indem du mir zum Beispiel Sachen und Ideen zuschickst. Regelmäßig mache ich da Umfragen, welches Video ich als nächstes drehen soll. Einfach damit ich weiß, was ihr als nächstes wissen wollt. Stinger, Fenris, Edda, RX, alles steht zur Wahl und die Mehrheit entscheidet. Natürlich habe ich auch noch ein Wörtchen mitzureden, aber diese Abstimmungen beeinflussen natürlich meinen Contentplan gewaltig. Wenn du also noch nicht in der Facebook-Gruppe bist, dann wird es jetzt allerhöchste Eisenbahn. So sieht die Gruppe aus und der Name der Gruppe ist Moderner Bogensport, Armbrust und Bogen mit Mag. Modern Archery Germany. Natürlich ist das mal wieder doppeldeutig, weil es geht nicht nur um mich, Mag, sondern es geht auch ums Mag auf das Dinger oder auf dem Fenris oder auf der Edda. Magazine. Heißt natürlich nicht, dass eine RX oder so nicht willkommen ist. Nein, wir schließen niemanden aus. Und selbst wenn du nur einen langen Bogen hast, bist du bei uns genauso willkommen. Uns interessiert alles, was mit Bogensport zu tun hat und es gibt keine Zensur. Erst recht nicht von Händlern. Natürlich, wenn du gegen die Gruppenregeln verstößt, dann muss ein Moderator oder ein Admin dagegen vorgehen, aber es wird keine Zensur in der Meinungsäußerung geben. Anders als in anderen Gruppen. Denn freie Meinungsäußerung in gewissen Gruppen ist ein rares Gut geworden. Regelmäßig werde ich daran erinnert, dass ich doch bitte meine eigene Gruppe aufmachen soll. Und das mache ich jetzt hiermit. Komm also in die Gruppe und freue dich auf eine zensurfreie und händlerfreie Kommunikation mit mir und der gesamten Community. Würde mich riesig freuen, wenn du in die Gruppe kommst und wenn wir uns nächste Woche hier auch wiedersehen, hier bei Mac. Jetzt schreib mir doch bitte einmal in die Kommentare, wie findest du diesen Aufbau? Gibt es hier Dinge, die du nachbauen wirst? Und was hältst du von dieser Zielscheibe? Macht das Sinn für dich oder nicht? Bei mir ist es so ein Zwischending. Hier bin ich voll und ganz überzeugt. Und vom Koffer auch. Ja, und jetzt bleibt mir eigentlich auch nichts anderes mehr übrig, als mich bei dir fürs Zuschauen zu bedanken. Wir sind ja auch schon im Outro. Es ist jetzt also sehr bald vorbei. Aber natürlich muss ich noch eine Runde schießen. Hier hat sich übrigens schon wieder was getan. Und zwar gibt es jetzt so Dämpfer, die man hier unter die Schienen vom Metallmagazin setzen kann. Und dadurch passen dann auch wieder zwei seitliche Rails und sogar mein Riesen-Red Dot. Das macht es nicht nur in der Benutzung einfach, sondern es dämpft auch den Schock für das Red Dot. Man könnte rein theoretisch also auch ein günstiges Red Dot nehmen. Und deswegen habe ich hier nur ein Holosun 510C für nur 399 Euro drauf. Kleiner Spaß. Das ist mit Abstand das beste Red Dot, was ich je besessen habe. Genug geredet. Hat mich sehr gefreut, dass du da warst. Und bis nächste Woche. Ciao.